Jede Wissenschaftler will eine Formel von dem ganzen Universum finden. Und ich wollte immer so eine Formel für Musik finden. Und das ist mir gelungen. Aber pst. Wir sehen hier drei Schlüssel, die jetzt in Gebrauch sind. Den Schlüssel G, Violinschlüssel, den Schlüssel F, Bassschlüssel und den Schlüssel C, Bratschenschlüssel. Die Note C ist in der Mitte und die Note G und die Note F, die befinden sich in einem gleichen Abstand von der Note C, wie die Waage. Eine Quinte höher liegt die Note G, eine Quinte tiefer die Note F. Aber diese Noten, C, G und F, die sind auch die Grundtöne von drei wichtigsten Akkorden. Tonika, Dominante und Subdominante. Die sogenannten Hauptfunktionen. Und wir gehen weiter und unser nächster Schritt ist Quintenzirkel. Wenn wir von der Tonika in die Richtung Dominante gehen, dann gehen wir in die Richtung Kreuze. Wenn wir in die Richtung Subdominante gehen, dann gehen wir in die Richtung Bass. Aber das heißt, wenn wir in einem Quintenzirkel drei beliebige Tonarten nacheinander wählen, zum Beispiel G-Dur, D-Dur und A-Dur, dann für die mittlere Tonart, die nächste wird die Dominante und die vorige die Subdominante. Weil die Subdominante geht immer in die Richtung Bass und die Dominante geht immer in die Richtung Kreuze. Und wir gehen weiter und zum ersten ist das die Kadenz oder der Abschluss von einem musikalischen Teil oder die Klausel. Tonika, Subdominante, Dominante, Tonika. Oder der Aufbau von der ganzen musikalischen Form, wo die Musik sich von der Tonika zuerst in die Richtung Dominante bewegt. Und da ist normalerweise der Schluss von der Exposition. Und dann irgendwo in der Durchführung wird auch die Subdominante erreicht. Und von dort kehren wir zurück zu der Tonika. Also für die klassische Musik, das ist wirklich eine universelle Formel. Bis zum nächsten Mal.